schimpft mein Mann mit mir. Oh Mann. Darf man aber eigentlich auch gar nicht erzählen, weil sonst wird man wieder fertig gemacht. Ja, schaffe ich das? Damit ihr was zum Lachen habt? Hallo, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch mal das Chaos hier bei uns im Haus. Ich war ein paar Tage nicht da. Ich bin nach Italien geflogen zu meiner Mama. Jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, was da los war, weiß, warum ich dahin geflogen bin. Vielleicht erzähle ich euch im Laufe des Videos auch ein bisschen was davon. Ich wollte euch jetzt aber erstmal ganz kurz das Chaos zeigen. Es ist unglaublich. Jeder, der mir schon länger folgt, weiß, dass ich es hasse, wenn mein Tisch so belagert ist. Aber gut, es ist jetzt wie gesagt einiges liegen geblieben, wobei ich sagen muss, dass meine Jungs wirklich gut mitgeholfen haben. Also der Max hat hier das Kommando gehabt, dem habe ich das übertragen und es hat gut funktioniert. Aber der Max, der ist natürlich auch knallhart, ne? Der ja, sagt, wo es lang geht. Und er hat sich um die Wäsche gekümmert, also er hat es jetzt nicht gebügelt, aber er hat alles gewaschen und aufgehängt und hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Er hat mich super vertreten und ist trotzdem noch in die Uni gegangen und jetzt bin ich wieder da und versuche hier natürlich alles wegzuräumen, was liegen geblieben ist. Es ist auch ein großes Paketchen angekommen und zwar für Weihnachten. Meine Kinder lieben Monopoly und auch das wissen alle, die mir schon länger folgen. Also Monopoly haben wir in allen möglichen Ausführungen. SpongeBob ganz oben mit dabei. Und jetzt ist eben auch noch ein bisschen was angekommen. Vielleicht auch als Inspiration für euch. Zu Weihnachten für eure Kinder. Unboxing blende ich euch ein. Es war auch was ganz Großes für den Alessandro mit dabei. Und ganz, 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 ganz toll kam bisher dieses Spiel hier an bei meinen Jungs. Dieses 4 gewinnt. Da geht's eher um Geschicklichkeit und um Glück und nicht um Köpfchen. Also normalerweise ist ja 4 gewinnt so, dass man ganz genau seine Taktik hat und überlegen muss, ne, wie man den anderen da jetzt halt austrickst sozusagen. Aber hier braucht man tatsächlich ein bisschen Glück. Die Kugel nimmt man und wirft sie eben rein. Also entweder man lässt sie auf dem Boden einmal aufdotzen und dann geht sie rein oder halt neben raus. Oder man wirft sie eben. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und wir haben tatsächlich gestern Abend alle gespielt. Sogar der Liam war beschäftigt. Also der hat dann immer die Bälle gesucht und aufgesammelt und es war so, so goldig. Für wenig Geld habt ihr da wirklich ein richtig geniales Spiel. Meine Jungs waren total begeistert und wir auch. Also mein Mann und ich, wir haben eben mitgespielt. Und ja, wollte ich euch erzählen. Jetzt räume ich hier mal ein bisschen was weg. Und nehme euch, wie gesagt, eine Runde mit. Gekocht habe ich schon, kann ich euch gar nicht zeigen, was es gab. Und ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Italien war anstrengend, aber wie gesagt, dazu kommen wir dann später noch. Übrigens, dieses Teilchen hier wird jetzt auch nach unten gebracht. Damit konnten wir dann doch nicht so viel am Anfang. Am Anfang ging es ganz gut. Es hat den Jungs auch geschmeckt, also mir von Anfang an gar nicht. Das Wasser, ne? Dass man damit machen kann. Also sprudeln, Dingens, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber ich finde es überhaupt nicht gut. Und wir bleiben jetzt bei dem Wasser, das wir immer gekauft haben. Und zwar in Glasflaschen. Ja, so ist es. Es war jetzt halt eine kleine Erfahrung, beziehungsweise ein kleiner Test. Okay, meine Lieben. Also, dann mache ich jetzt hier weiter und wir sehen uns später wieder. Hauptsache immer alle Kassenzettel aufheben, ne? Los, nicht vergessen. Sonst schimpft mein Mann mit mir. Oh Mann, ich bringe das mal hoch ins Büro. Und draußen ist auch schon wieder dunkel. Mein Mann schimpft natürlich nicht mit mir. Das sagt man halt so, bevor das wieder einige hier falsch verstehen. Ich mache mal weiter. Also, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Also, ich stelle euch nochmal hier ab. So, und weiter geht's. Hey, hey, hey. Die Blumen sind auch vertrocknet. Könnte ich jetzt auch mal wegräumen, ne? Diese Teile hier hebe ich übrigens immer auf, ne, von Amazon. Wenn ich was verschicke, dann sind die ganz gut zu gebrauchen. Darf man aber eigentlich auch gar nicht erzählen, weil sonst wird man wieder fertig gemacht, ja?
ja, verstehe einer diese YouTube-Welt. Ich habe übrigens gerade noch unten im Keller, anstatt dass ich das Chaos wegräume und hier Platz schaffe, noch was geholt. Und zwar für unseren Adventskalender. Adventskranz. Ich werde die Sachen vom letzten Jahr wieder verwenden, also jetzt natürlich nicht die Kerzen. Ich habe die aufgehoben, weil ich mir immer einbilde, dass ich die dann nochmal anmache und dass es zu schade ist, die wegzuwerfen. Die waren ja auch relativ teuer, also ich habe ja alles bei Depot gekauft und ich wüsste nicht, warum ich in diesem Jahr wieder neue Deko kaufen sollte für den Adventskranz. Der war so, so schön, vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern. Das war ja alles so in dem Rosa. Ich hole es mal eben raus und zeige es euch. So, das war richtig, richtig schön letztes Jahr mit unserem Adventskranz. Also mir hat er voll gut gefallen hier in diesem Rosa. Was macht ihr denn eigentlich mit den Kerzen? Früher habe ich das so gemacht, dass die Kinder dann was damit gebastelt haben. Also dass wir damit immer so Formen gegossen haben. Könnt ihr euch vielleicht auch daran erinnern, hatte ich auch mal ein Video gemacht. Da haben wir auch Seife gemacht, aber irgendwie ist es immer so schade, die wegzuwerfen. Also die jetzt logischerweise. Aber warum werfe ich denn sowas nicht weg? Ich denke mir dann immer, ich zünde die nochmal an. Also ich werde die auch anzünden, so wie ich mich kenne. Ja, also auf jeden Fall werde ich sonst nichts weiter kaufen. Ich werde das schön drapieren, werde einen Kranz quasi binden mit echten Grünzeug. Ich mag das nämlich nicht, wenn es aus Plastik ist. Und ja, mal schauen. Werde ich euch dann auf jeden Fall das Ergebnis zeigen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an den vom letzten Jahr erinnern. Eine kurze Aufräumpause. Ich muss nämlich ganz schnell in die Stadt, die Geschäfte schließen gleich. Ja, wir leben ja in einem kleinen Dorf. Wir haben nicht so lange Öffnungszeiten wie in der Großstadt. Und ich muss noch ein bisschen was besorgen, zeige euch aber ganz kurz mein Outfit of the Day. Und zwar habe ich einen ganz dicken, langen Pulli an, den ich tatsächlich als Kleid nutze. Den habe ich aber schon super lange. Der ist von H&M. Mein neuer Mantel, der ist von Fashion 5. Den gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der hält mich auch kuschelig warm. Ich habe den in M gewählt, weil es mir schon klar war, dass ich dann dicke Pullis unten drunter anziehen werde und ich hasse es, wenn ich dann wie so eine Presswurst quasi im Mantel oder in der Jacke stecke. Meine Boots, die sind von Naked. Die habe ich allerdings auch schon eine ganze Weile. Kennt ihr vielleicht noch von meinen anderen Videos? Hatte ich auch während der Schwangerschaft ganz oft an. Die gibt es allerdings auch noch bei Naked. Also falls sie euch gefallen, ich würde sagen, ich verlinke euch mal alles unten in der Infobox, was ich jetzt so erwähnt habe, beziehungsweise was im Video noch so vorkommt. Jetzt muss ich mich nämlich ein bisschen beeilen. Die Bella wartet auch schon. Bevor die Geschäfte schließen, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Bis dann! So, ich habe das Chaos jetzt einigermaßen beseitigt. Jetzt räume ich hier noch auf. Setze mich aber auch mal ganz kurz hin, damit ich euch ein bisschen was erzähle. Oh Gott, bin ich kaputt. Hey, hier! Das ist mein neuer Kumpel. Das ist mein neuer Bro. Das kam die Tage an. Oh mein Gott, das ist so, so schön, dieses Teil. Das ist alles handgemacht, ne? Ich habe das jetzt mal hier hingesetzt. Der Liam ist auch total begeistert. Richtig, richtig schön. Und dieses Teilchen hier habe ich tatsächlich als Kind geschenkt bekommen. Das habe ich mit aus Italien genommen. Meine Mama hat nämlich den Dachboden aufgeräumt. Und ja, deswegen habe ich es einfach mitgenommen. Das ist, glaube ich, das einzige Stofftier, das mir geblieben ist. Habt ihr eigentlich aus eurer Kindheit noch Puppen oder Barbies, irgendwelche Sachen, mit denen ihr gespielt habt? Also, ja, bei mir ist es tatsächlich dieses eine Teil. Ich habe den rosa-roten Panda gehabt. Das fällt mir gerade ein, ja. Der hat mal einen Fuß verloren. Meine Mama hat den dann angenäht. Aber keine Ahnung. Den hat sie dann irgendwann weggeworfen. Naja, gut, ist egal. Ist mir nur gerade eingefallen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr noch Spielsachen aus eurer Kindheit habt. Hier ist übrigens die Nerf, die der Alessandro ausgepackt hat. Wollte er jetzt halt einfach schon mal auspacken und damit spielen. Haben die Jungs jetzt auch schon gemacht. Die haben so viel Spaß gehabt. Ja. Jedenfalls werde ich dann noch die anderen Sachen kurz zeigen, damit ihr die seht. Vielleicht, wie gesagt, auch als Inspiration für euch zu Weihnachten. Und dieses Teilchen hier, das ist aus einem Shop, den ich von Instagram entdeckt habe. Deutsche Sprache. Ich habe zu viel Italienisch gesprochen die letzten Tage. Also, den Shop habe ich auf Instagram entdeckt. Und da hatte ich auch den Teppich gekauft und diesen Puff im Kinderzimmer vom Liam. Könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. Und die machen das alles eben per Hand. Und das ist so, so hochwertig.
Genauso wie dieses Titan hier, mein neuer Hippo. Ja, also ich meine, schaut euch den an. Das ist doch nicht normal. Ich habe erstmal eine Runde geheult, als der ankam, weil ich so begeistert bin. Der ist auch richtig schwer. Und der hat hier auch so ein kleines dummes Schwänzchen noch dran. Also bis ins kleinste Detail. Der kommt rüber ins Kinderzimmer. Wie gesagt, ist mein neuer Bro. Ich habe ja jetzt auch keine Hühner mehr als Freunde in Italien. Okay, die Geschichten, die kennen echt nur die Leute, die mir auf Instagram folgen. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was labert die da? Instagram ist nochmal eine andere Nummer. Da kann man auch Sachen anders sagen und so. Und auf YouTube ist es so anstrengend geworden, wirklich. Also da wird man wegen dem kleinsten, wegen der kleinsten Kleinigkeit auseinandergenommen. Naja, sei es drum. Okay, also, wegen Italien, genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so in der Lage bin, euch so viel davon zu erzählen. Das ist schon echt traurig gewesen, warum ich dort war. Das mache ich dann im nächsten Video, also jetzt. Nee, ich erzähle euch das nächste Mal davon, okay? Und jetzt zeige ich euch aber noch die Monopoly-Teile, die angekommen sind. Und ja, so machen wir es. Genau. Pause schon wieder zu Ende hier auf dem Teil vom Liam. Es kommt übrigens super gut bei ihm an, ne? Also das Teil hatten wir ja eigentlich fürs Trampolin, also die Matratze, hierher gelegt, nachdem wir sie reingeholt haben, weil der Alessandro seine Stunts draußen immer damit gemacht hat. Und jetzt ist sie nicht mehr runtergewandert in den Keller, sondern ist hier geblieben. Und der Liam hat da immer ganz viel Spaß drauf. Ja, okay, also dann zeige ich euch jetzt, wie gesagt, nochmal die Teile ein bisschen genauer. Und das habe ich euch ja schon erklärt, das ist richtig, richtig genial. Also vielleicht zum Nikolaus, für eure Kinder oder für euch, wenn ihr auch so Spielkinder seid wie wir. Das war dann noch außenrum. Also, kommt mit. Ach, ich muss das dann auch alles verpacken, ne? Das ist das halt, wenn man so viele Kinder hat. Schaffe ich das? Wollen wir mal schauen, ob ich das schaffe? Damit er was zum Lachen hat? Ich bin Hulk. Tada! Okay, scheiße, es wird schwer. Nein, das wird schwer. So. Geht doch. Okay, also, dann zeige ich euch das Ganze jetzt. So, einmal das Tabu in Familienedition. Dann haben wir nochmal Tabu in XXL. Hier mit diesem Teilchen. Das ist ganz witzig, weil man den dann so also verknoten kann und dann die Begriffe erklären muss, aber man kann es auch ganz traditionell spielen. Der Max hat es tatsächlich ausgesucht. Ich muss mich dann noch ein bisschen besser damit beschäftigen. Dann hat er ausgesucht einmal Monopoly. Hier, diesen Begriff hat er mir auch erklärt. Ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt, ob er mich wieder ein bisschen veräppelt hat. Deswegen sage ich es jetzt lieber nicht dazu. Dann haben sie das schon ausgepackt, wie man sehen kann. Da wollten sie einfach mal sehen, wie das ist. Ich meine, sie hätten das jetzt auch schon einmal gespielt. Das ist eben Monopoly Fortnite. Und dann haben wir noch Trivial Pursuit. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Auf jeden Fall die Familienedition. Der Max hat nämlich die normale Edition und die spielt er immer mit seinen Freunden unten in seiner Chill-Out-Area. Und hier, das ist richtig cool. Das hat was mit Alexa zu tun, so wie ich das verstanden habe. Okay. Hallo, sage über Losgehen oder Ereigniskarte. Okay, aber es kann natürlich auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Wie gesagt, ich muss mich damit auch erstmal noch beschäftigen. Der Max hat es für mich in die Hand genommen und hat da für seine Brüder und für sich hier Weihnachtsmann bzw. Christkind schon mal gespielt. Ich werde euch da, wie gesagt, auf dem Laufenden halten und euch sagen, wie meine Jungs das Ganze so finden. So, meine Lieben, ich setze mich jetzt mal hier hin. Die Bella ist auch da. Das zeige ich euch jetzt am besten nicht. Sonst denkt ihr euch, was macht der Hund auf dem Sofa? Hier ist noch eine 1. Von Lissandros Geburtstag. Die 3 ist da vorne. Die ist allerdings schon auf 7:30. Na gut, ich zeige euch die Bella. Eigentlich darf sie hier nicht liegen. Na, aber die Bella hat mich auch ein bisschen vermisst. Die ist dann immer so voll sauer, wenn ich wieder zurück bin. Erst freut sie sich total und dann schaut sie mich mit ihrem Hintern nicht an. Na, jetzt braucht sie halt auch ein paar Streicheleinheiten. Aber eigentlich, wie gesagt, darf sie hier nicht liegen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay, meine Lieben, also dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von mir, von meiner Seite. Ich bin wieder zurück, bin wieder im Lande. Es war jetzt gar nicht so spektakulär, wahrscheinlich das Video für euch.
Aber alle, die mir gerne folgen, sind bestimmt gerne auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, Italien war sehr anstrengend. Der Flug ging. Auf dem Hinweg hatte ich einen netten jungen Mann neben mir, mit dem ich mich die ganze Zeit unterhalten habe. So verging dann eben auch die Flugzeit. Ihr wisst ja, ich sitze nicht so sonderlich gerne in einem Flieger. Aber es hat geklappt. Also es muss ja auch irgendwie gehen. Ich muss ja für den Liam da sein. Ich muss stark sein. Ich darf mir da auch nichts anmerken lassen. Klar, ich habe da immer so mal meine 5 Minuten und denke mir, oh mein Gott. Aber ich habe da so meine Methode entwickelt, spreche da ganz viel mit mir selbst. Da könnt ihr jetzt auch lachen, aber so ist es. Ich mache mir selbst Mut und dann funktioniert es. Und auf dem Heimweg war es auch okay. Da hatten wir sogar weniger Flugzeit, weil wir einen starken Wind von hinten hatten. Das hat der Kapitän auch alles erzählt. Und ja, also wichtig für mich ist, dass ich ganz ruhig bleibe. Und der Liam, der lenkt mich auch ab. Das hat alles gepasst. Ich war halt bepackt wie ein kleines Kamel oder Esel. Also ich hatte einen riesengroßen Koffer dabei, der 34 Kilo gewogen hat. Ein Kinderwagen, ein kleines Baby, eine Handtasche, einen Rucksack und noch eine andere Tasche, Jacken und noch irgendwas. Noch einen kleinen Beutel, ja. Also, ach, und den Maxi-Cosi hatte ich natürlich auch noch dabei. Also die Leute werden sich auch gedacht haben, oh mein Gott, was ist mit dieser Frau passiert? Ja, aber es geht alles. Es geht alles. Wie gesagt, man muss es nur wollen und wenn man keine Wahl hat, dann ja, muss man die Finger in die Hand nehmen, sagt man auf Italienisch. So, der kleine Liam ist gerade wach geworden, deswegen verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste und bis bald. Tschüss! Ich muss mich beeilen, der Liam ist wach.